Moin moin und damit willkommen zu einem Spezial. Und zwar möchte ich euch heute den Gratis-Rollenspieltag vorstellen. Der ist zwar nicht neu, den gibt es schon seit ein paar Jahren, aber ich habe ihn hier auf diesem Kanal noch nicht präsentiert. Und ja, worum soll es da gehen? Was ist das? Wo ist das? Ich fange einfach mal an mit dem Wo. Ihr könnt jetzt hier auf dieser Karte erkennen, dass der Gratis-Rollenspieltag an verschiedensten Orten nicht nur in Deutschland, sondern eben auch in Österreich zu finden ist. Und wenn ihr euch dann in der Nähe einer dieser Punkte aufhaltet, dann solltet ihr euch doch mal in die Richtung begeben und dort mal nachschauen. Wie gesagt, es gibt verschiedene Orte, das können Rollenspielvereine sein, das können Läden sein, das können irgendwelche Fanclubs sein, ist das völlig egal. Diejenigen, die sich dafür beworben haben, haben ein kleines Paket bekommen. Und was es in diesem Paket gibt, das wird euch dann später präsentiert. Zumindest lohnt es sich auf alle Fälle einfach mal dann zu besuchen. Wir schauen einfach mal rein. Hier in Nordrhein-Westfalen, die Karte legt gerade noch mal ein bisschen nach, gibt es auf alle Fälle eine ganze Menge ja, von diesen Läden. Hier gerade auch ein kleines Dortmund, Bochum, da um die Ecke rum sind ein paar. Je nachdem, wo ihr wohnt, einfach mal auf diese Karte gucken. Ich werde euch das alles verlinken. Und dann könnt ihr da ja einfach mal den nächsten Laden von euch heraussuchen oder eben der Verein, der Club und schaut da doch einfach mal vorbei. Ja, worum soll es da gehen? Was bekommt ihr da? Das ist natürlich eine gute Frage und das erzähle ich euch jetzt. So, dann ist das jetzt hier noch einmal die Seite vom Gratis-Rollenspieltag. Ihr könnt hier oben in der Ecke einen Countdown noch erkennen. Das ist jetzt noch 3 Tage, 19 Stunden, also am Samstag, das habe ich ja eben schon erzählt, wird es losgehen. Einfach mal alle hingehen in die Läden in eurer Nähe. Und ja, was wird in diesem Laden drin sein, beziehungsweise in dem Paket, was dann dieser Laden erhält? Hexen 1733, herausgegeben von Ulysses Spiele. Das System bzw. der Schnellstarter selber kommt am 24. ganz offiziell heraus. Da werdet ihr euch sicherlich dann auch die PDF herunterladen können, aber ihr bekommt auch diesen Schnellstarter dann in ausgedruckter Version umsonst. Der liegt da dem bei und es sind dann vier Schnellstarter in diesem Paket dabei. Ansonsten haben wir hier noch New Hong Kong Story von Black Mask. Das ist ein Action-Cinematic-Rollenspiel und ja, wer da eben noch was zu erfahren möchte, kann hier eben auch direkt auf diesen Link klicken. Wenn euch das eben nichts sagt, auch hier sind dann 20 von diesen ja, Rollenspiel-Heftchen drin. Und da könntet ihr euch dann, wie gesagt, eins mitnehmen. Das sind dann einfach, geht ihr hin und fragt einfach mal nach, ob ihr dann diesen Schnellstarter oder dieses Abenteuer bekommt. Und normalerweise geben die euch dann das, wenn noch was da ist. Weil es ist alles umsonst, ihr müsst das nicht kaufen. Die gibt es einfach so dazu. Das ist eben das Tolle am Gratis-Rollenspieltag. Es geht weiter mit Swords and Wizardry Continual Light. Und ja, ihr könnt es hier auch eben erkennen, die 20 Sword and Sorcery und da gibt es dann ein vollständiges Rollenspiel, das sich jetzt hier im Heft befindet. Ja, kann man dann direkt loslegen und 5 Stück pro Paket. Da wird man sicherlich auch eine ganze Menge Spaß mit haben. Wer eben, wie gesagt, noch mehr erfahren möchte, kann eben auch immer direkt auf diese Links draufklicken. Die leiten euch dann in diesem Fall zu System Matters oder zu die 20 Sword and Sorcery. Ja, Schwittermond sollten hoffentlich die meisten kennen. Ich selber habe mir schon den Schnellstarter mal mitgenommen. Ich glaube, das ist der vom letzten Jahr. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier steht zumindest drin 2 Abenteuer, die Bestie von Krahorst und die Nacht der Toten. Und die Schwittermond-Hefte liegen eigentlich seit Jahren schon im Gratis-Rollenspiel-Tag dabei. Und da habe ich mir, wie gesagt, meinen mal schon mitgenommen. Ja, wir gehen weiter. Was ist noch drin? Wir haben 3x Midgard. Das ist ja so quasi der Urvater des deutschen Rollenspiels und noch älter als DSA 1. Zumindest habe ich mir das so sagen lassen. Wer also hier wissen möchte, wie das damals losging, ist natürlich auch schon viele Male überarbeitet worden. Neue Regelanpassung, der kann sich dann hier ein Einsteigerheft für Midgard holen, was es eben auch online gibt, aber in ausgedruckter Version ist das natürlich halt sehr viel schöner. Das Zettel-RPG, ja,
Auch da ein fertig spielbares Heftchen. Einfach mal reinschauen, was sich dahinter verbirgt. Ist ganz interessant aufgebaut. Hier könnt ihr es auch schon erkennen, was sich das dann eben mit diesen Zettelchen, was es damit auf sich hat. Schaut auf alle Fälle mal rein. Das wäre auch so eins der Dinger, wenn ich jetzt die Wahl hätte. Ich glaube, ich würde mir Zettel-RPG mitnehmen, weil es einfach mal was anderes, was Neues ist. Mit dabei Seelenfänger von der Redaktion Fantastik. Habe ich auch schon viel Gutes drüber gehört. Vier Heftchen pro Paket. Ja, würde ich auf alle Fälle mal zugreifen. Vor allem, weil es eben auch noch ein Abenteuer drin gibt. Der Magiertraum. Ja, Private Eye, die Liste hört und hört nicht auf. Die Verlage haben hier so viel Material zugeschickt und das dann eben über komplett Deutschland verteilt. Das ist einfach echt geil und ich würde einfach euch raten, dass ihr das nutzt, dass ihr dahin fahrt, dass ihr dahin geht, je nachdem, wo ihr wohnt, wo ihr herkommt. Sucht euch da dann nochmal den Laden raus. Private Eye, ein Schwarm Krähen, auch mit als Abenteuer mit in dem Heft drin. Und das ist so ein bisschen Detektivszenario, leicht Cthulhu-esk, habe ich zumindest das Gefühl. Spielt so ein bisschen in den 1920er Jahren, teilweise sogar ein bisschen Gaslicht. Also wer Lust auf Detektivabenteuer in der heutigen Welt hat, beziehungsweise in der richtigen Welt vor 100 Jahren, der sollte zu Private Eye greifen. Ich habe da auch nur viel Gutes drüber gehört. Scherbenland für das Fate-System von Judith und Christian Vogt. Auch das wird sehr viel gepriesen. Ich kann hier eigentlich gar nicht aufhören, die ganzen Leute zu loben, beziehungsweise die Sachen, die hier drin liegen. Scherbenland zweimal pro Paket. Man kann das Ganze auch, wie gesagt, alles downloaden. Das ist alles frei verfügbar. Da gibt es dann Abenteuer, Flyer. Und ja, wer da, wie gesagt, mehr zu wissen möchte, wird sicherlich dann auf der Fate-Homepage oder direkt bei Scherbenland, wo es dann, meine ich, sogar auch ein Roman zu gibt, weil ja Judith und Christian Vogt, das sind sehr bekannte Rollenspielautoren in der deutschen Szene. Also da, wie gesagt, lohnt sich dann auch der Klick auf den Link. 50 Fathoms, das sagt mir leider gar nichts. Savage Worlds von Prometheus Games. Da gibt es Posterkarten, sogar hier ganz hübsch, kann man dann mal ausgebreitet sehen. Wer also Lust hat auf so eine Karte an seiner Wand, um sein Rollenspielzimmer zu verschönern oder sie eben dann auch auszulegen auf den Tisch, um da dann mit Piraten oder so etwas umherzufahren. Ich glaube, das ist ziemlich cool. Es gibt dann eben nicht nur die Karte, sondern es gibt auch ein kostenloses Abenteuer, was dabei liegt. It came from the flotsam sea. Ja, und ja, 5 Stück sind dabei. Sollte wohl, wenn ihr früh genug da seid, eins für euch abfallen. Und das gratis Rollenspielplakat, 5 Stück. Ich glaube, die sind gar nicht so sehr für euch. Ich glaube, die Plakate selber sind eher für die Vereine, um damit Werbung zu machen. Ich würde mir sowas eben auch nicht ins Zimmer hängen. Das ist dann tatsächlich einfach nur Werbung. Das heißt, wenn die Vereine, wenn die Läden so etwas bei sich haben, dann haltet Ausschau nach diesem Plakat und da könntet ihr dann die Sachen erstehen. Hier unten steht dann noch, in dieser freien Box steht dann noch drin, wo man das finden kann. Ja, genau. Zusätzlich bekommen die Vereine und Clubs bekommen auch noch 7C-Schnellstarter. Es wird Shadowrun 5-Schnellstarter geben und Cthulhu Gaslicht Karten, Handouts, Reiseführer. Damit können dann die Leute, die dieses Paket bekommen haben, können damit selber machen, was sie wollen. Sie können dann beispielsweise auch gleich eine Runde anbieten damit, aber die sind zum Verteilen, wie sie möchten oder eben, wenn sie es behalten wollen, dann behalten sie es. Ja, so, also je nachdem, wie euer Laden, wie euer Verein das organisiert, ich kann es nur empfehlen. Ich hatte damals eine ganz interessante Runde und wir haben Star Wars gespielt mit dem Fantasy Flight Games Regelwerk. Ich weiß gar nicht, ob das damals irgendwie noch eine Bewandtnis hatte, aber wir haben dann die Chance genutzt und das System getestet und das war richtig cool. Also wir konnten dann gleich, das war kein Laden, das war ein Verein und da konnten wir eben auch gleich direkt spielen. Das hat super Spaß gemacht. Ich selber war früher in den vorherigen Jahren in der Braunschweiger Region anzutreffen. Allerdings gibt es da leider dieses Jahr kein GRT. Allerdings werde ich dann wohl den in Lüneburg wahrnehmen. Das heißt, da werde ich dann zu finden sein. Und ja, ich wünsche euch auf alle Fälle, dass ihr viel Spaß habt, so ihr denn teilnehmen wollt.
Ich werde ihn vermutlich haben. Ich freue mich auf alle Fälle auf eine ganze Menge Tischrollenspiel und auch das Blättern, das Wühlen. Ich liebe einfach solche Läden, auch solche Vereine. Wenn man das dann eben unterstützt, indem man da hinkommt, indem man ja vielleicht ein bisschen Geld in die Kaffeekasse bei denen schmeißt oder ein Buch erwirbt, je nachdem, wo man ist. Ja, man kann diese Läden, diese Vereine einfach nur unterstützen, indem man dorthin geht und ja, das Angebot annimmt, wahrnimmt. Damit verabschiede ich mich von euch. Ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen schönen Tag und wenn ihr dann am Samstag dorthin gehen solltet, dann auf alle Fälle sehr viel Spaß.